So Freunde, Tag auch. Heute bin ich für euch in Hibiya unterwegs, beziehungsweise in Hibiya ausgestiegen, weil das der kürzeste Weg war. Und bin auf dem Weg zum Kaiserpalast. Ist hier gerade in der Nähe von der Hibiya Station. Hier sah eigentlich auch ganz schick aus. Ja, diese wahnsinns hohen Häuser überall. Ist der Hammer. Und irgendwo da hinten sollte er sein. Hoffen wir mal, dass wir ihn finden. Nein, vorweg, wir dürfen nicht rein in den Palast. In den Garten schon. Und ja, wünscht mir Glück. Boah, da schwimmt mein Abendessen. Hopp, komm, ab auf den Teller. Oh, lecker. Imperiale Fische zu essen. Lecker. Wir sind jetzt hier an den ersten Ausläufern. Das ist hier so dieses, wir Pfälzer würden sagen, das ist der Burggraben. Boah, schwimmen da viele davon rum, ey. Da kannst du ein ganzes Sashimi-Menü von zaubern. Ja, zurück zum Palast. Also irgendwo da hinten sollte man einen Blick erhaschen können. Das Ding ist so unglaublich groß und da mich mein GPS auch gerade voll im Stich gelassen hat, habe ich keine Ahnung, ob ich jetzt da hinten langlaufen soll oder da hinten langlaufen soll. Ich werde es da hinten probieren, weil das sieht so ein bisschen wie die goldene Mitte aus. Hoffen wir mal, dass ich richtig laufe. So, ich glaube nirgendwo in Japan sieht man den Kontrast so sehr zwischen Moderne und Tradition als hier. Während hier totale Idylle ist und ich habe keine Ahnung, ob ihr mich wieder versteht von dem ganzen Wind und alles schön ist, ist hier eine dick befahrene Straße. Also war sie es eben noch vor 10 Sekunden, bevor ich die Kamera ausgepackt habe. Und das Besondere, das ist wirklich das Besondere an Japan. Du kannst überall hingehen, irgendwo gibt es einen Park, einen Tempel oder sonst irgendwas. Wo du mal 10, 15 Minuten abseits von allem Trubel dich mal einfach relaxen kannst, wa? Das ist wirklich unglaublich. Also hier haben wir wirklich so wieder so ein fettes Gebäude, wo ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist. Und hier, ja, einfach der Hammer, Leute, einfach der Hammer. Oh, ein japanischer Schwan, Konnichiwa. Steht wahrscheinlich nicht ein Wort von dem, was ich labere, ist aber glaube ich auch besser so. Oh. Und da ist wohl einer reingefahren oder hat sich's abgesenkt, das kann auch sein. So, ich war also doch richtig, bin also doch nicht der dämliche Geilchen, nach dem ich aussehe. Okay, doch, ich bin der dämliche Geilchen, nach dem ich aussehe, aber ich habe es trotzdem gefunden. Geilchen übrigens das japanische Wort für Ausländer. Da vorne ist er. Und da laufen wir jetzt hin. Und es ist hier richtig groß, also das sieht auf der Karte immer so unglaublich klein aus, aber alles was in Tokio ist, ist irgendwie immer ein bisschen groß. Ja, mal abgesehen davon, dass es gefühlte 50 Grad hat, dass es heute Nacht geregnet hat und danach mal fett die Sonne drauf geschienen hat heute Morgen. Laufen wir mal weiter. So, wir sind jetzt auf dem Vorplatz zum Kaiserpalast. Das ist alles so weiträumig hier. Das ist echt krass. Da hinten sieht man ein Gebäude. Da ist diese Brücke, die man oft auf Bildern sieht. Das ist oft ein Postkartenmotiv. Da gehen wir jetzt mal hin. Ah ja, und da ist wieder diese dick befahrene Straße. Schon krass.